Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Im Namen von Götz Partners und AC Tischendorf begrüße ich Sie ganz herzlich zum heutigen Online-Panel Vom Boom in die Rezession, Herausforderungen und Chancen. Mein Name ist Stefan Zuber, ich bin heute Ihr Moderator. Kurz zu meiner Person. Ich war viele Jahre Redakteur, unter anderem beim Focus, später dann 15 Jahre Kommunikationschef in verschiedenen deutschen Großunternehmen. Und berate seit 4 Jahren Unternehmen in Change und Sondersituationen als Kommunikationsberater. Bevor wir beginnen, einige organisatorische Hinweise. Ihr Kamerabild ist nicht zu sehen, nur das der Referenten wird sichtbar sein. Alle Mikrofone bis auf die der Panel-Teilnehmer sind stumm geschaltet, um eine möglichst störungsfreie Wiedergabe zu gewährleisten. Ihre Fragen sind uns nichtsdestotrotz natürlich sehr willkommen. Nutzen Sie die Chat-Funktion. Sie finden dazu, ich nehme mal an, rechts oben hier in Ihrem Bildschirm ein Symbol dazu. Hier können Sie Ihre Fragen loswerden. Ich werde dann versuchen, während der Diskussion den Chat im Auge zu behalten und die Fragen den Diskussionsteilnehmern zuspielen. Ihre Referenten sind heute in alphabetischer Reihenfolge: Dr. Gunnar Binnewies. Dr. Gunnar Binnewies ist Partner bei Götz Partners in München. Er ist dort Head of Restructuring and Turnaround mit dem Fokus Workforce Transformation. Er ist zudem Leiter des Corona Crisis Center. Er verfügt über 12 Jahre Erfahrung im Management Consulting und ist spezialisiert auf Restrukturierungen, insbesondere Personalumbauprogramme. Hier fungiert er häufig als Mediator zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite mit dem Ziel, die Organisation als Ganzes mit Standorten, Skills und Prozessen zukunftsfähig zu machen. Gunnar Binnewies sagt, die negativen Effekte der Krise können durch Kurzarbeit größtenteils abgefedert werden. Trotzdem wird eine langfristige Transformation des Personalstamms oftmals unumgänglich sein. Thorsten Herrmann. Thorsten Herrmann ist Managing Consultant und Coach bei von Rundstedt und Partner in Frankfurt. Er blickt auf 17 Jahre Erfahrung in der Personalberatung zurück. Sein Spezialgebiet sind Out- und New Placements. Thorsten Herrmann unterstützt sowohl auf Arbeitnehmer- als auch auf Arbeitgeberseite weltweit bei Ab- und Umbauprojekten. Sein Ziel ist es, dass betroffene Mitarbeiter wieder eine neue Aufgabe finden. Thorsten Herrmann sagt, auch in Zeiten massiver Umbrüche sollten Unternehmen sich wertschätzend gegenüber der Belegschaft verhalten und sie kommunikativ eng einbinden. Olaf Horst Ehmke. Olaf Horst Ehmke ist Gründer und Geschäftsführer der Brain for Change GmbH. Er war lange Geschäftsführer in großen und mittelständischen Unternehmen. Seine Beratungsprojekte erstrecken sich auf eine Vielzahl von Branchen. Olaf Horst Ehmke ist zudem als Interim Manager im Bereich HR und als CRO tätig. Zuletzt hat er Tarifverhandlungen und Verhandlungen zum Interessensausgleich und Sozialplan geführt. Olaf Horst Ehmke sagt, nie war Vertrauen in die Unternehmensführung so wichtig wie heute. Dr. Stefan Schwilden. Dr. Stefan Schwilden ist Rechtsanwalt und Managing Partner bei AC Tischendorf. Er berät zahlreiche namhafte Unternehmen national sowie international in arbeits- und wirtschaftsrechtlichen Fragestellungen. Er verfügt über eine Spezialexpertise in der Steuerung und Umsetzung komplexer Restrukturierungsvorhaben und der Vertretung in schwierigen Verhandlungs- und Streitsituationen. Dr. Stefan Schwilden ist zudem Fachanwalt für Arbeitsrecht und für gewerblichen Rechtsschutz. Stefan Schwilden sagt, Unternehmen sollten Corona nicht mehr als Krise, sondern als Chance verstehen. Nichts machen und wegducken geht nicht mehr. Und damit wären wir ja auch schon mitten im Thema. Corona, vielleicht kurz mal als Zusammenfassung, wo stehen wir gerade? Wir haben Mitte März damit begonnen, das Gesundheitssystem letztendlich auf eine Pandemie vorzubereiten, Unternehmen zu schließen, das öffentliche Leben zu schließen, den berühmten Shutdown. Seit Mitte Mai erleben wir wieder weitgehende Lockerungen. Trotz dieses vergleichsweise kurzen Zeitraums sind Bremsspuren überdeutlich. Im April stieg die Arbeitslosenzahl im Vergleich zum Vormonat um 373.000 auf 2,6 Millionen.
10,1 Millionen Arbeitnehmer befinden sich in Kurzarbeit. Das entspricht 30% der Beschäftigten. Zahlreiche Unternehmen haben Staatshilfen beantragt. Die Bundesregierung erwartet einen Rückgang des Bruttoinlandsproduktes um 6,3%. Andere Schätzungen gehen von einem deutlich stärkeren Rückgang aus. Darüber wollen wir heute sprechen. Was bedeutet das für die Unternehmen? Wie geht es jetzt weiter? Welche Risiken gibt es? Welche Chancen ergeben sich? Meine erste Frage geht an Dr. Gunnar Binnewies. Herr Binnewies, wir haben die Dotcom-Blase platzen sehen, die Twin Towers einstürzen und Lehman pleite gehen sehen. Was diese Ereignisse verbindet, alle zogen schwere Wirtschaftskrisen nach sich. Können Sie für uns den Corona-Schock in seiner Bedeutung etwas historisch einordnen? Ja, gerne. Hallo erstmal von meiner Seite. Es ist schon zu erwarten, dass das Ausmaß des volkswirtschaftlichen Schadens dieser Corona-Pandemie die Auswirkungen der jüngsten Krisen bei weitem übersteigen wird. Zwar lässt sich der genaue wirtschaftliche Schaden jetzt aufgrund der Dynamiken und Unsicherheiten, die wir momentan noch haben, nicht genau und seriös beziffern. Wir wissen ja zum Beispiel nicht, wird es noch einen zweiten Shutdown geben, wird es noch mal eine zweite Welle der Infektionen geben. Aber dennoch prognostiziert der IWF schon jetzt den schlimmsten wirtschaftlichen Niedergang seit der Großen Depression 1929. Woran liegt das? Naja, wir haben zeitgleich neben einem Nachfrage auch einen Angebotsschock. Wenn wir zum Beispiel vergleichen mit der Finanzkrise 2009, da hatten wir in Anführungsstrichen lediglich einen Nachfrageschock zu verzeichnen. Das heißt, Banken induziert wurden Vermögenswerte vernichtet, es gab einen Werteverfall, die Konsumenten waren unsicher und es kam zu einem Einbruch der Konsumausgaben. Bei der Corona-Krise verhält es sich etwas anders, denn die Volkswirtschaften verzeichnen neben diesem Nachfrageschock eben noch einen Angebotsschock. Das heißt, selbst wenn Unternehmen eine Nachfrage hätten, die sie bedienen könnten, können sie teilweise nicht mehr produzieren. Man stelle sich hier Just-in-Time-Produktion vor mit Lieferketten, die auch Lieferungen aus dem Ausland beziehen. Wenn diese Lieferketten gebrochen werden, dann kann man einfach nicht mehr produzieren. Und auch die Mitarbeiter, die zur Produktion notwendig sind, sind teilweise nicht verfügbar, weil in Quarantäne oder aufgrund anderer staatlicher Maßnahmen nicht verfügbar. Das heißt, diese Unternehmen können keine Wertschöpfung erbringen. Das betrifft natürlich in vorderster Front produzierende stationäre Unternehmen, die ihre Arbeitnehmer nicht ins Homeoffice verlagern können. Und dann gibt es noch eine Besonderheit beim Nachfrageschock. In dieser Krise ist ja auch der soziale Konsum betroffen. Das heißt, der Besuch von Restaurants, Tourismus, Messen, Mobilitätsdienstleistungen, diese Branchen sind richtig hart getroffen, weil sie hohe Fixkosten haben und weil sie auch keine Nachholeffekte haben können. Das heißt, gehe ich heute nicht ins Restaurant, gehe ich morgen deswegen nicht dreimal. Vielen Dank. Viele Unternehmen, Herr Schwilden, haben sich ja während des Lockdowns mit Kurzarbeit über Wasser gehalten. Manchen Unternehmen steht das vielleicht noch bevor. Lassen Sie uns kurz daher noch mal kurz rekapitulieren. Was sind die rechtlichen Voraussetzungen und Rahmenbedingungen für Kurzarbeit? Ja, hallo auch von meiner Seite noch mal in die Runde. Ja, man kann sicherlich sagen, dass ähnlich wie schon in der Finanzkrise 2008, auch jetzt wieder in der Corona-Krise, sich das Instrument der Kurzarbeit, was ja in Deutschland entwickelt wurde, ja als probates Mittel bislang erwiesen hat, um größere Entlassungswellen, die es bisher noch nicht gegeben hat, zu vermeiden. Grund, warum die Kurzarbeit so erfolgreich ist, ist sicherlich auch dem Umstand geschuldet, dass der Gesetzgeber nochmal jetzt in der Corona-Krise auch die Voraussetzungen, um Kurzarbeit in Anspruch zu nehmen, nochmal deutlich reduziert hat. Konkret bedeutet das, dass Unternehmen, bei denen, ich sage mal, die vom Arbeitsausfall betroffenen Mitarbeiter 10% der Belegschaft ausmachen, in Kurzarbeit gehen können. Also das hat der Gesetzgeber reduziert. Wobei wichtig zu sagen ist, dass das nicht nur für den Betrieb gilt, sondern die 10%-Grenze auch schon für einzelne Betriebsabteilungen gilt. Das wissen nicht viele. Das soll also heißen, wenn zum Beispiel eine Marketingabteilung oder eine Einkaufsabteilung sehr stark betroffen ist, dann würde es schon ausreichen, wenn dort 10% vom Arbeitsausfall betroffen sind, um Kurzarbeit nur für diese Abteilung in Anspruch zu nehmen. Das ist wichtig. Was nach wie vor Voraussetzung ist, um Kurzarbeit in Anspruch zu nehmen, ist, dass die Überstunden abgebaut werden müssen. Allerdings Urlaub zum Beispiel fürs Jahr 2020 nicht sozusagen den Mitarbeitern aufgedrückt werden muss, sondern den können die Mitarbeiter nach wie vor nehmen. Und ich glaube, ein ganz wesentlicher Punkt, warum die Kurzarbeit auch für ganz viele Arbeitgeber attraktiv ist derzeit, ist, dass der Gesetzgeber nunmehr gesagt hat, dass auch die Sozialversicherungsbeiträge erstattet werden. Das war vorher nicht der Fall. Ganz frisch heute, ehrlich gesagt, vor einer Stunde erst reingekommen. Der Bundestag hat beschlossen, dass auch die Höhe des Kurzarbeitergeldes noch einmal aufgestockt worden ist. Bisher haben Mitarbeiter in Kurzarbeit 60 bzw. 67% ihres Nettogehalts bekommen. Der Gesetzgeber hat das jetzt so aufgestockt, dass ab dem vierten Monat Kurzarbeit
das Entgelt auf 70 bzw. 77% aufgestockt wird und ab dem siebten Monat dann nochmal auf 80 bzw. 87%, sodass auch die Aufstockungsleistungen, die oft von Betriebsratseite gefordert werden, jetzt vom Arbeitgeber nicht mehr erbracht werden müssen. So, noch ganz kurz, wie setze ich das um? Wenn ich einen Betriebsrat im Unternehmen habe, dann muss der Betriebsrat dort eine Betriebsvereinbarung mit dem Arbeitgeber abschließen. Ansonsten kann ich die Kurzarbeit nicht einführen. Habe ich keinen Betriebsrat im Unternehmen, dann muss ich mit jedem Mitarbeiter einzeln eine Vereinbarung treffen, um ihn in Kurzarbeit zu schicken. Nichtsdestotrotz stehen ja jetzt viele Unternehmen am Scheideweg. Ja, sie sind in Kurzarbeit verblieben, haben den Betrieb wieder aufgenommen. Und jetzt ist die Frage, wie geht es denn weiter? Herr Binnewies, wie sehen Sie das denn? Kann man auf eine schnelle wirtschaftliche Erholung hoffen oder müssen wir erst noch durch ein großes Tal der Tränen? Ja, da lässt sich natürlich keine universelle Antwort drauf geben, da die Phase der wirtschaftlichen Erholung von zwei Faktoren abhängt. Einmal dem Verlauf der Pandemie, wie wird es da weitergehen? Und zum anderen gibt es ja branchenspezifische Unterschiede. Also wenn wir uns mal Tourismus anschauen, Verkehr, Veranstaltungssektor, dann sind das Bereiche, die besonders hart getroffen worden sind. Andere Branchen profitieren hingegen. Es gibt Lebensmittelhandel, medizintechnische Bereiche, Telekommunikation oder Online-Services. Aber nehmen wir mal den Personenflugverkehr, sicherlich einer der am stärksten betroffenen Bereiche in dieser Krise. Die Lufthansa hat zeitweise bis zu 95% aller Flüge annullieren müssen und 2/3 der Mitarbeiter in Kurzarbeit geschickt. Je nach Verlauf der Pandemie kann natürlich der Flugverkehr auch wieder schnell hochfahren. In anderen Bereichen ist es auch schon passiert. Wenn wir die Automobilindustrie anschauen, hier haben Unternehmen die Produktion wieder hochgefahren, haben dann aber eine signifikante Nachfragedelle gesehen. Das heißt, Volkswagen zum Beispiel hat die Produktion wieder runtergefahren. Und der größte Absatzmarkt China ist zwischenzeitlich um 80% eingebrochen. Deshalb wird jetzt schon für 2020 weltweit mit einem Einbruch der Autoverkäufe von rund 18% gerechnet. Unserer Einschätzung nach müssen sich viele Unternehmen auf einen längeren Zeitraum einstellen, mindestens 2 Jahre, in denen sie aufgrund von Restriktionen und schwacher Nachfrage nicht die volle Kapazität produzieren und auch geringe Umsätze erzielen werden. Und diese Unsicherheit bezüglich der Dauer dieser temporären Phase der Unterauslastung und auch hinsichtlich der Nachfrageerholung ist natürlich Gift für die Unternehmen. Gift, da Ungewissheit besteht, ob ich jetzt eine Anpassung der Personalbasis vornehmen muss, ob das sinnvoll ist und wenn ja, in welcher Hinsicht. Hier gilt es dann, Szenarien zu modellieren, vorausschauend zu planen, um flexibel auf jede Entwicklung reagieren zu können. Die Planung muss natürlich immer zukunftsgerichtet sein. Wir sehen, dass viele vergangenheitsorientiert agieren und sagen, der Umsatz ist um so und so viel Prozent eingebrochen, deswegen muss ich Folgendes tun. Wir sagen, was passiert zukünftig? Welche Kompetenzen brauche ich denn, wenn ich mit meinen Produkten, in welchen Kanälen, mit welchen Kunden denn agiere? Was braucht der Kunde? Welche Kompetenzen brauche ich dann? Und welche kapazitativen Vorstellungen liegen jetzt dahinter? Dazu kommen natürlich immer die Rahmenbedingungen einer Transformation, die in so einer Art Trade-off-Dreieck zueinander stehen, also Kosten, Zeit und Risiko. Und hier hat jeder Kunde sein individuelles Zielbild. Die eierlegende Wollmilchsau gibt es hier nicht. Dass man also ganz schnell ohne Kosten eine super Lösung findet, die nicht riskant ist, das gibt es meist nicht. Jeder Kunde hat so seinen eigenen Wertemix und setzt da eigene Prioritäten. Dem einen ist es eben wichtiger, dass die Transformation schnell vonstatten geht. Der andere möchte vielleicht lieber finanzielle Aspekte in den Vordergrund rücken, wie Ersparnisse oder Kosten. Und der Nächste sagt, ich möchte, dass meine Mitarbeiter fair behandelt werden. Das steht an höchster Stelle und meine Reputation soll nicht leiden. Und wir wollen auch kein Risiko von Klagen vor Gericht haben. Also diese Kriterien gilt es abzuwägen und dafür dann situativ den richtigen Maßnahmenmix zu finden. Da werden wir sicherlich im Verlauf der Gesprächsrunde noch darauf zu sprechen kommen. Lassen Sie mich noch kurz mal auf ein aktuelles Problem ansprechen, dass ja viele Unternehmen hatten in dem Moment, wo sie den Betrieb wieder aufgenommen haben, nämlich das Problem des Gesundheitsschutzes. Dort waren neue oder sind neue Maßnahmen zu erfüllen, Hygienekonzepte sind zu erstellen, etc. etc. Eine Frage an den Fachanwalt, Herr Schwilden, was heißt das denn für die Unternehmen aus rechtlicher Sicht? Ergeben sich dort Haftungsrisiken? Welche Verpflichtungen haben denn die Unternehmen? Naja, also grundsätzlich muss man sagen, dass das Thema Gesundheitsschutz eigentlich nichts Neues ist. Das gab es eigentlich auch schon vor Corona. Allerdings hat das natürlich jetzt zugegebenermaßen neue Dimensionen bekommen. Wesentliche Vorschrift hier für den Arbeitgeber ist das sogenannte Arbeitsschutzgesetz, das im Grunde genommen den Pandemiefall nicht regelt, wie wir ihn jetzt haben, aber im Grunde genommen vorsieht, dass der Arbeitgeber alle Maßnahmen ergreifen muss, die notwendig sind, um sein Personal zu schützen. Was das im Einzelnen ist, hängt natürlich ganz davon ab, wie der Betrieb strukturiert ist. Es ist sicherlich so, dass ich sag mal, ein Vertriebsmitarbeiter ein anderes Sicherungsbedürfnis hat oder Mitarbeiter in einem Retail-Bereich, in Stores, die verkaufen müssen, weil sie Kundenkontakt haben,
also einen anderen Schutz bedürfen als zum Beispiel Mitarbeiter, die im Büro sitzen und dort irgendwie durch Trennwände irgendwie besser geschützt werden können. Also im Ergebnis sind die Maßnahmen mannigfaltig. Man sollte sich als Arbeitgeber immer an den Vorgaben des Robert-Koch-Instituts orientieren, um auf der sicheren Seite zu sein. Soll also auch heißen, wenn es dann Fälle gibt, und Sie hatten mich ja auch nach dem Haftungsrisiko gefragt, das ist zugegebenermaßen zumindest aus meiner Sicht eigentlich überschaubar, denn vor allem der Nachweis, ob tatsächlich eine Infektion durch eine mangelnde Schutzmaßnahme des Arbeitgebers herbeigeführt wurde, ist sehr schwer nachzuweisen ist. Und wenn es tatsächlich so sein sollte, dann unter Umständen auch die Unfallversicherung oder Krankenversicherungen einspringen. Wichtig wäre nur aus meiner Sicht, wenn Sie einen Betriebsrat haben, können Sie viele solcher Maßnahmen, Hygienevorschriften, Schutzausrüstung besorgen, nicht alleine einfach umsetzen, sondern brauchen den Betriebsrat dafür. Dafür kann man so eine Art Betriebsvereinbarung für den Pandemiefall abschließen, wo Sie all diese Themen, auch Mobile Office, Kurzarbeit und so weiter, alles drin regeln können für den Fall der Fälle. Ich habe hier auch eine erste Frage im Chat zum Thema Kurzarbeit. Streue ich hier mal schnell ein. Ist der Anteil der Mitarbeiter, die ich in Kurzarbeit schicken kann, abhängig vom Umsatzrückgang? Herr Horst Ehmke, vielleicht nehmen Sie sich mal der Frage an. Jetzt ist er noch auf Stumm, glaube ich. Dass das nicht passieren soll, das Mikrofon ist auf Stumm gegangen. Wir sind am Panel besonders. Also ansonsten wirksam. Ja, genau. Würde ich kurz einspringen zu dem Thema Umsatzrückgang. Das ist nicht erforderlich, sondern man muss im Grunde genommen einen Arbeitsausfall nachweisen können, der nur temporärer Natur ist. Also das heißt, man muss davon ausgehen, dass diese Delle, die durch den Auftragsrückgang entsteht, egal in welchem Umfang, der kann 100% sein oder 80%, muss man auffangen können. Und man muss ja auch nicht komplett in Kurzarbeit gehen, sondern kann natürlich auch nur in einem gewissen Umfang Kurzarbeit in Anspruch nehmen. Vielen Dank. An der Stelle nochmal den Hinweis auf den Chat. Keine falsche Zurückhaltung. Posten Sie Ihre Fragen, dann haben wir hier eine möglichst lebhafte Diskussion und können auch auf Ihre Themen natürlich auch direkt eingehen. Ein eher softeres Thema ist ja das Thema Veränderung unserer Arbeitswelt. Ja, die Frage ist jetzt, hat das Homeoffice den Durchbruch geschafft? Wird es virtuelle Firmen geben, die vielleicht gar keinen Office Space mehr vorhalten? Wird Zoom zum zentralen Recruiting-Tool? Es haben sich jetzt ja viele Menschen an viele neue Dinge gewöhnt, Herr Binnewies. Welche Potenziale erwachsen denn da jetzt draus? Das waren jetzt viele Fragen auf einmal. Ich hatte mal eine Schulung, wo der Trainer gesagt hat, man soll immer dem Gesprächspartner nur eine Frage stellen. Ich hoffe jetzt, wir auch schon 40 plus, dass ich alle Fragen behalten habe. Aber klar, Homeoffice ist ein spannendes Thema. Ja, und gerade jetzt sind viele Unternehmen damit beschäftigt oder beschäftigen sich mit dem Thema. Aber ich denke, es sind weniger Menschen betroffen, als man das vermuten würde. Wenn man sich hier nochmal kurz zur Einordnung die Zahlen nimmt, es sind ja ausschließlich Bürokräfte, die hier betroffen sind. Und jetzt gibt es verschiedene Studien, die in der Krise jetzt messen, wie viele Leute im Homeoffice sind in Deutschland. Und das sind bis zu 25% der Erwerbstätigen. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Das nur mal zur Einordnung. Und jetzt gibt es natürlich zwei Sichtweisen auf die Dinge. Einmal den Arbeitnehmer und einmal die Arbeitgeber. Die Arbeitnehmer sehen das Homeoffice überwiegend positiv an. Das sagen die Studien. Ich kann alle verstehen, die hier im Chat sind und Eltern sind und Kinder zu Hause haben und das nicht ganz so entspannt sehen. Aber es ist natürlich eine flexible Möglichkeit zu arbeiten und viele würden es auch nach der Corona-Krise beibehalten. Deswegen gibt es ja auch dieses Recht auf Homeoffice, was der Arbeitsminister Hubertus Heil im Herbst als Gesetzesentwurf vorlegen möchte. Und es gibt auch eine Stanford-Studie aus dem Jahr 2017, die sagt, Homeoffice führt zu höherer Produktivität, höherer Zufriedenheit und weniger Krankheitstage. So, was sagt jetzt der Arbeitgeber dazu? Die Arbeitgeber haben zumindest mal eine Diskussion losgetreten jetzt in der Krise, wie man jetzt die Art und Weise, wie wir alle zusammenarbeiten, verändern möchte. Und nicht wenige Führungskräfte sagen, dass die Krise dazu beigetragen hat, dass ihre Unternehmen in der Digitalisierung der internen, aber auch der externen Abläufe Meilen nach vorne gekommen sind. Viele sind zu der Erkenntnis gekommen, Mensch, das funktioniert ja, der Laden läuft ja trotz Homeoffice. Man könnte aber auch sagen, wegen Homeoffice. Denn in den USA gibt es schon erste Hochrechnungen, die sagen, wie viel Geld man eigentlich einsparen kann, wenn weniger geflogen wird, wenn weniger übernachtet wird, wenn weniger Büroflächen bereitgehalten werden müssen. Da geht es sogar so weit, dass man sagt, müssen überhaupt noch Büroflächen bereitgehalten werden. Das ist der letzte Gedanke ist spannend, aber meiner Meinung nach nicht ganz realistisch. Also ich hoffe schon, dass es mittelfristig ein Umdenken geben wird, dass man auch Kurzstreckenflüge von Düsseldorf nach Frankfurt vielleicht mal mit einer Videokonferenz löst im Sinne der Umwelt. Aber
dass Corona das Konzept des Arbeitens jetzt in traditionellen Bürogebäuden komplett irreversibel zerstören wird, glaube ich nicht. Verändern ja. Das Open-Office-Konzept muss neu überdacht werden, vor allen Dingen an das New Normal dann angepasst werden. Denn klar ist ja jetzt auch, auf absehbare Zeit werden wir Abstandsregeln haben und das heißt, es werden weniger Arbeitnehmer in den Büros anwesend sein, aber wir müssen trotzdem die gleiche Fläche bereitstellen. Und jetzt mal ein konkretes Beispiel, Recruiting betrifft uns wahrscheinlich alle irgendwie. Es ist traditionell ein sehr persönlicher Vorgang. Hier hatten jetzt viele Unternehmen natürlich einen totalen Kaltstart. Also es gab nur zwei Alternativen. Rekrute ich digital per Video oder rekrute ich gar nicht? Wenn ich gar nicht rekrute, dann entgehen mir mitunter vielleicht Talente, die ich eigentlich brauche. Also haben viele Unternehmen hier gemerkt, Mensch, digital ist eigentlich mehr möglich, als ich gedacht hätte. Und dieses digitale Recruiting jetzt das analoge Recruiting ersetzen oder flächendeckend verdrängen wird, glaube ich auch nicht. Aber man kann es sicherlich einsetzen als Vorauswahlgespräch. Was vieles jetzt per telefonisch erfolgt ist, kann man wahrscheinlich heute auch per Videokonferenz machen und wird auch Standard werden. Gerade bei den Talenten, die vielleicht eine geografisch hohe Distanz haben zum Unternehmen, wo man dann auch tatsächlich Kosten- und Zeiteinsparungen inklusive hat. Jetzt bedeutet dieses New Normal, das Sie angesprochen haben, Herr Binnewies, ja auch Verhaltensänderungen. Herr Herrmann, wie schnell können sich Menschen eigentlich anpassen an so eine neue Situation? Ja, herzlichen Dank und hallo auch nochmal von meiner Seite in die Runde. Es ist tatsächlich immer wieder hin und her gerissen zu dem Thema, aber ich denke, wir haben alle gesehen, sei es bei uns selbst, bei Kollegen, Kunden, Partnern, dass ein Stück weit, wenn wir denn müssen, auch eine Verhaltensänderung relativ schnell herbeigeführt werden kann und die positiven Effekte haben wir eben schon gehört. Not macht bekanntlich erfinderisch und es gab viele Schwellenängste, glaube ich, auch ein Stück weit und viele Bedenken von Arbeitgeber-, Arbeitnehmerseite, Thema Digitalisierung, Bandbreiten. Und da ist ein Stück weit, wurden jetzt durch diese Notsituation ein Stück weit über Bord gespült und man sieht, auf einmal geht es. Ja, wir sind da einen ganzen Schub nach vorne gekommen. Dennoch denke ich nicht zwingend, jetzt ich persönlich oder auch im Gespräch mit meinen Kollegen, dass das jetzt unbedingt in der Massivität ein Dauerzustand sein wird, weil es einfach doch merklich auch über die Zeit den Menschen schwerfällt, sei es Thema Beruf, Privatleben voneinander zu trennen. Hängt natürlich auch sehr, sehr stark immer von der Branche, der Funktion, der persönlichen Situation ab, in welcher Räumlichkeiten wohne ich, habe ich ein großes Haus, habe ich Kinder zu Hause, sitze ich morgens und abends letztendlich dann am gleichen Tisch, was dann letztendlich natürlich auch psychische Folgen hat. Aber klar, die Wege, es wird sich vieles ändern. Gerade wenn die Wege lang sind, das Wetter schlecht, die Meetings kurz, da wird sich vieles dann letztendlich aufs Homeoffice verlagern. Ich glaube zwar nicht unbedingt das massiv jetzt in Zukunft, das mag in den USA wieder anders sein, weil die Wege einfach auch weiter sind teilweise. Das ist jetzt ultra massiv. Die Straßen leerer und die beruflichen kleiner werden, aber von der Tendenz auf jeden Fall. Und ich glaube, wir haben jetzt sowohl von der Infrastruktur als auch einfach von den Rahmenbedingungen Dinge geschaffen, wo es Sinn macht, diesen Weg auch weiterzugehen und das neue Normal auch in der Arbeit zu manifestieren. Und vielleicht noch sonst eine, wenn es schon nicht die vielleicht ganz, ganz großen Büroflächenersparnisse sind, was ich mir durchaus auch vorstellen kann, rein menschlich gesehen. Ich denke, wir sind alle ein bisschen auch näher zusammengerückt und sind vielleicht auch ein Stück weit demütiger geworden. Also dieses überhitzte, anspruchsvolle, auch 20-25% haben innerlich gekündigt und bei anderen sieht es auch da nicht viel besser aus. Vielleicht war das auch ein Stück weit dieser Zeit geschuldet und vielleicht steigt jetzt damit auch die Mitarbeiterzufriedenheit wieder auch in der Zukunft. Ja, das wäre natürlich schön. Jetzt kann es aber nichtsdestotrotz sein, dass sich Kurzarbeit hin oder her natürlich ein Personalüberhang abzeichnet. Herr Schwilden, inwieweit ist denn überhaupt möglich, einen Personalabbau zu planen, während ich noch Unterstützungsmaßnahmen zum Erhalt eben dieser Arbeitsplätze, Klammer auf, Kurzarbeitergeld, Klammer zu, erhalte? Ja, in der Tat, also beides schließt sich gefühlt aus. Erstens, weil die Kurzarbeit natürlich nur einen vorübergehenden Arbeitsausfall voraussetzt, wohingegen, wenn ich abbauen will, logischerweise die Arbeit komplett wegfällt. Ich denke, man muss zwei Gruppen von Mitarbeitern hier im Unternehmen unterscheiden. Gruppe 1 sind die Mitarbeiter, sozusagen, die nicht in Kurzarbeit sind, obwohl vielleicht im Rest des Unternehmens kurz gearbeitet wird. Hier ist das Thema, sag mal, planerische Kündigungsmöglichkeit eigentlich rechtlich kein Problem, weil sie auch bisher nicht von Kurzarbeit betroffen sind. Und hier geht es allenfalls darum, ob es eine bestehende Betriebsvereinbarung zur Kurzarbeit gibt, die grundsätzlich betriebsbedingte Kündigungen ausschließt.
Der problematische Bereich sind die Mitarbeiter, die aktuell in Kurzarbeit sind und jetzt, ich sag mal, der Arbeitgeber feststellt, dass die Kurzarbeit wahrscheinlich nicht reichen wird und jetzt in Planen einsteigt, die Arbeitsplätze dann doch perspektivisch abzubauen. Warum ist das ein Problem? Weil die Arbeitsagentur spätestens nach 7 Monaten nach Auslaufen der Kurzarbeit eine Abschlussprüfung vornimmt und dort unter Umständen nochmal auf den Prüfstand stellt, dass die Mittel für die Kurzarbeit auch ordnungsgemäß gewährt wurden, und das werden sie dann nicht, wenn Arbeitsplätze abgebaut werden. Heißt aber nicht, und das ist ganz klar, dass sich das ausschließt. Was ist nur wichtig, wenn man in so eine Planung einsteigt, ist erstens die Kommunikation trennscharf bei der Arbeitsagentur vorzugeben, wann im Grunde genommen die Schwelle eintritt, wann es von einem Arbeits sozusagen Dip bis zu einem Wegfall kommt, und im Rahmen der Kommunikation gegenüber der Belegschaft dann ganz entscheidend, wann ich die Kurzarbeit sozusagen kappe, mit meinen Planungen final durch bin, um dann in die Umsetzung des Abbaus einzusteigen, ohne ein Risiko zu haben, dann von der Arbeitsagentur noch hinten drauf sozusagen in Regress genommen zu werden. Also es geht, aber es ist eine Frage der Kommunikation, insbesondere wie man das super und sauber begründet, dass das nicht sozusagen in die Hose geht. Ja, vielen Dank. Der Hintergrund von Personalabbaumaßnahmen aktuell ist ja wahrscheinlich vor allem die Liquidität, die jetzt knapp ist, Herr Horst Ehmke. Personalabbau hingegen kostet Geld, was ich jetzt ja vielleicht nicht habe. Lassen Sie uns mal kreativ werden. Welche Alternativen zum, ich sage jetzt mal, harten Personalabbau haben denn die Unternehmen? Schließlich haben wir vor wenigen Wochen noch über Fachkräftemangel geklagt. Ja, also ich hoffe, dass mein Mikrofon jetzt funktioniert und das tut Sie mich alle hören. Gut. Also erstmal zu den Fachkräften. Ich bin weiterhin davon überzeugt, dass wir auch in Zukunft Fachkräfte brauchen werden und auch Fachkräfte weiterhin gesucht sind. Vielleicht sind es nicht Fachkräfte, aber ganz sicher bestimmte Spezialisten werden sicherlich weiterhin gesucht und gebraucht werden. Und in einigen Bereichen vielleicht sogar mehr, als das heute der Fall ist. Ich denke nur zum Beispiel als kleine Werbung an die Teilnehmer hier in diesem Panel. Sicherlich die Expertise, die hier zusammensitzt, sehr stark auch in den nächsten Wochen und Monaten gebraucht werden. Gibt es Alternativen zum Personalabbau? Ich glaube nicht. Was die Unternehmen, glaube ich, jetzt gerade feststellen, ist, dass ihre Belegschaft dreigeteilt ist. Zum einen haben sie eine Kernmannschaft, Kern- oder Key-Mannschaft, die sie unbedingt brauchen. Das haben sie festgestellt. Wir wissen auch, dass nicht alle gleich ausgelastet sind. Ein Großteil geht in Kurzarbeit, aber es bleibt auch ein Großteil in den Unternehmen, die weiterhin gebraucht werden oder gebraucht wurden. Das heißt, es gibt so einen Kern, der unbedingt gehalten werden muss und gehalten werden soll. Dann gibt es eine zweite Gruppe von Mitarbeitern, wo die Unternehmen sagen, ja, wenn ich die Möglichkeit habe, behalte ich sie, lasse sie an Bord. Kurzarbeit ist hier ein sehr probates Mittel, die Zeit zu überbrücken, einhergehend mit Qualifizierungsprogrammen. Ich glaube, ganz wichtig ist, dass die Mitarbeiter nicht einfach nur in Kurzarbeit gehen und sich in die Hängematte legen, sondern dann tatsächlich auch die Zeit nutzen, um sich weiter zu qualifizieren. Und die dritte Gruppe ist die, von der wir trennen müssen. Und die wird es geben, und zwar in einer größeren Anzahl, als wir jetzt vielleicht vermuten. Und deshalb glaube ich nicht, dass es Alternativen zum Personalabbau gibt. Allerdings müssen wir darüber nachdenken, wie wir den Personalabbau in Zukunft alternativ gestalten. Denn ich glaube, in der aktuellen Situation den Abfindungsregelungen und freiwilligen Programmen nicht die richtige Maßnahme, sondern eher so Themen wie Transfergesellschaften, Qualifizierungsgesellschaften, Personalpartnerschaft, Entleihen von Mitarbeitern. Das sind die Punkte, die wir jetzt angehen müssen und die dann quasi auch einhergehen mit dem Thema Liquidität, weil es eine zeitliche Streckung der Restrukturierungsmaßnahmen bedeutet. Ich habe also keine echte Lösung im Augenblick oder keine echte Alternative zur Hand. Ich glaube, Personalabbau wird notwendig sein. Ich würde aber allen Unternehmensleitern empfehlen, in der aktuellen Situation auf die Belegschaft zu hören und die Belegschaft einzubinden und auf die Bedürfnisse der Belegschaft Rücksicht zu nehmen. Ich glaube nicht, wie das Geld ein probates Mittel zum Thema Personalabbau ist, sondern eher andere Maßnahmen, wie gesagt, wie Transfer- und Qualifizierungsgesellschaften, die zunehmend gefragt sein werden. Ja, eine Frage hier im Chat, der etwas die juristische, Herr Schwilden, Glaskugel bemüht, aber auch sicherlich einen validen Hintergrund hat. Wird der Gesetzgeber die Regelungen zum Schutze des Arbeitnehmers lockern, um notwendige Restrukturierungen schneller und einfacher zu gestalten? Das deutsche Arbeitsrecht hat ja nicht gerade den Ruf, füge ich jetzt hinzu, das Flexibelste zu sein.
Also die Meinung teile ich nicht ganz. Es wird ja immer so das deutsche Arbeitsrecht geschimpft. Wenn man mal so zu unseren europäischen Nachbarländern guckt, da ist es, ich sag mal, deutlich schlimmer. Also Frankreich, Belgien, nur mal so Beispiele zu nennen, Italien, aber insbesondere Frankreich, Belgien, ganz starr. Da gibt es auch, ja, da gibt es zwar geregelte Prozesse, die aber nicht zwingend eingehalten werden. Und da werden auch gerne mal Geschäftsführer festgesetzt in solchen Prozessen, wenn es um Abbau geht. Also die Meinung teile ich nicht. Das deutsche Arbeitsrecht ist verlässlich. Es gibt klare Regeln, klare Prozesse. Und wenn man die befolgt, kann man eigentlich auch ganz gut umsetzen. Deshalb sozusagen auf die Frage hin, ob ich glaube, dass hier eine Erleichterung erfolgen wird, ist, glaube ich, nein. Ich glaube, sie ist aber auch nicht nötig, denn die Prozesse sind da, das Handwerkszeug ist da, man muss es geschickt umsetzen. Und wenn man das gut macht, dann ist es auch kein Thema, die Dinge auch umzusetzen. Und zum Thema Vermeidung Personalabbau muss man sagen, auch da ist der Gesetzgeber durchaus kreativ geworden. Also mal so ein paar Stichpunkte, das Thema Nebenbeschäftigung während der Kurzarbeit. In systemrelevanten Berufen ist es so, dass zeitlich befristet jetzt auch ein Nebenverdienst zulässig ist neben der Kurzarbeit. Das war vorher ausgeschlossen. Das heißt, es gibt den Leuten auch finanzielle Luft. Es gibt Ausnahmeregelungen, die der Gesetzgeber geschaffen hat zum Thema Arbeitszeitgesetz. Das heißt, die Höchstarbeitsdauer ist erhöht worden auf 12 Stunden von bisher 10 und auch die Ruhenszeiten sind verkürzt worden. Und Herr Ostemke hat es ja schon angesprochen, das Thema Personalpartnerschaft. Da waren die Unternehmen kreativ, haben hier sozusagen über, ich sag mal, Ausnahmen im Arbeitnehmerüberlassungsgesetz Lücken gesucht, um Personal temporär, wie beispielsweise McDonald's, die alle Filialen zumachen mussten, jetzt an, ich sag mal, Supermärkte zu verleihen, beziehungsweise dort gearbeitet haben mit einer hohen Stellung der Arbeitsverhältnisse und dem Abschluss neuer befristeter Arbeitsverhältnisse bei anderen Arbeitgebern für die Zeit, wo eben keine eigene Arbeit da war. Also ich denke, da gibt es schon genug Kreativität, die sowohl auf Unternehmerseite als auch auf Gesetzgeberseite in Deutschland vorhanden ist. Ich habe hier noch eine Frage aus dem Chat, auch nochmal an Sie, Herr Schwilden, mit der Bitte um eine kurze Antwort. Das ist eine geschlossene Frage. Im Prinzip würde ja oder nein genügen. Kann ich Mitarbeiter aus der Kurzarbeit heraus auch kündigen? Ja, Sie können sie kündigen. Allerdings müssen Sie Kurzarbeit dann halt sofort beenden, ja, und müssen dann während des Laufs der Kündigungsfrist 100% Gehalt zahlen. Vielen Dank für das. War mal knapp. Eine Frage vielleicht nochmal an den Herrn Binnewies. Das war halt gerade, Herr Schwilden hat es gesagt, die Rede von Arbeitnehmerverleihen. Ich habe auch gehört, man kann auch handeln damit. Welche Plattformen gibt es denn da? Gibt es überhaupt welche? Ja, vielleicht gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Ich meine, das ist ja ein Auditorium, was sicherlich fortgeschritten ist, aber wir schmeißen ja mit Begriffen um uns gerade. Also wenn wir über Arbeitnehmerüberlassung sprechen, was heißt das eigentlich? Das ist die temporäre Überlassung eines Arbeitnehmers an ein Entleihunternehmen. Das heißt, zwischen dem Mitarbeiter, dem Personaldienstleister beziehungsweise dem verleihenden Unternehmen und dem Kunden besteht so eine Art Dreieckskonstellation. Rechtlich, ich bin kein Jurist, aber es ist im AÜG, also im Arbeitnehmerüberlassungsgesetz geregelt. Es gibt einen Sonderfall, der jetzt gerade sehr, sehr interessant wird. Und das ist die erlaubnisfreie Arbeitnehmerüberlassung. Erlaubnisfrei deshalb, weil sie weitestgehend eben nicht unter diese strengen Bestimmungen des AÜG fällt. Und diese Form ist zum Beispiel zwischen Arbeitgebern desselben Wirtschaftszweiges möglich, um in Krisensituationen wie dieser Kurzarbeit oder Entlassungen zu vermeiden. Und genau das ist ja hier auch bei dem Beispiel, das der Herr Schwilden gerade angeführt hat, bezweckt worden. Die Arbeitnehmer werden dabei anders als bei einer Zeitarbeitsfirma nicht zum Zweck der Überlassung eingestellt. Und grundsätzlich muss man drei Voraussetzungen hier beachten. Das eine ist, die betroffenen Arbeitnehmer müssen der Überlassung zustimmen. Das ist natürlich mal selbstverständlich, aber muss sein. Der Arbeitgeber darf nicht dauerhaft als Arbeitnehmerüberlasser tätig sein. Und drittens, die Arbeitnehmerüberlassung ist zeitlich auf die Krise zu beschränken. So, und in diesem Beispiel von McDonald's wurde es ja genau so gehandhabt, allerdings mit dem Vehikel einer Ruhenstellung der Verträge bei McDonald's und einer Befristung der Arbeitsverhältnisse bei Aldi. Dann gab es drei Vertragsbeziehungen eben zwischen Arbeitnehmer und Aldi, Arbeitnehmer und McDonald's und Aldi und McDonald's. Eine Win-Win-Win-Situation sozusagen. Der eine ist die kostenlos, der nächste hat die Arbeitnehmer, die er braucht und der Arbeitnehmer hat noch seinen Arbeitsplatz. Die Frage ist nur, wie finden solche Unternehmen in solchen Phasen zusammen? Und da gibt es staatlich beworbene Plattformen wie Gemeinsam Handeln, wie der Name schon sagt, für den Handel. Es gibt aber auch relativ junge digitale Plattformen, die verschiedene Unternehmen zusammenbringen. Diverse Startups haben hier seit Ende März jetzt vor allen Dingen kostenlose und unbürokratische Plattformen mit einer Online-Suchfunktion angeboten. Das heißt, neben den klassischen Personaldienstleistern, Entschuldigung, Herr Herrmann, werden natürlich auch diese Plattformen in Zukunft an Bedeutung gewinnen. Allerdings glaube ich nicht, dass es ausreicht, diese Plattformen zu haben, denn man muss ja auch wissen, dass es sie gibt.
Und das heißt, die reine Existenz reicht nicht aus, es braucht schon einen effizienten, aktiven Mittler, der sagt, ah, ich weiß, hier ist ein Angebot und hier ist eine Nachfrage und ich bringe die zusammen. Das heißt, aus unserer Sicht sind die Unternehmen und auch die lokalen Repräsentanzen der Agenturen für Arbeit in der derzeitigen Situation alleine häufig überfordert. Ein eher klassisches Instrument ist ja die Transfergesellschaft. Die steht aber zum Teil berechtigt, unberechtigt, ich stelle es hier in den Raum, und in einem schlechten Ruf. Hat diese ausgedient, Herr Herrmann? Ja, vielen Dank für die Frage. Also grundsätzlich immer die Frage, wo kommt ein Ruf her? Ich denke, hier ist ja auf der einen Seite vielleicht die Anbieterwahl, die irgendwann mal in der Vergangenheit getroffen wurde, nicht ganz optimal war. Sicherlich ein Punkt, der hier nochmal Beachtung finden sollte. Das heißt, immer auch dort bei der Anbieterwahl sehr genau darauf zu achten, was passiert, wen man hier auswählt, weil das Tool an sich ist eigentlich sehr, sehr sinnvoll. Ja? Und ich glaube, gerade in der heutigen Zeit, ich würde sogar fast sagen, Transfergesellschaft war fast nie so wichtig wie heute, und das spiegelt uns auch tatsächlich unsere Kunden wieder, und die auch die Agentur für Arbeit unterstützt und fördert dieses Tool ja letztlich aus gutem Grund. Und gleichzeitig bin ich immer auch wieder überrascht, sei es über ein nicht so gutes Image der Transfergesellschaft auf der einen Seite oder auch die Unkenntnis, was man mit diesem Tool alles machen kann. Aber dafür sind wir ja heute auch da, um da so ein Stück weit Transparenz auch reinzubringen. Wichtig ist eben auch nicht nur, ich glaube, dass man den richtigen Anbieter wählt und da sich mit Sorgfalt drum kümmert, sondern auch, dass man die Gesellschaft gut ausstattet und dass das nicht eben nur ein Alibi-Stempel hat nach dem Motto, wir haben ja was getan, sondern dass man tatsächlich sich wirklich und ernsthaft bemüht, eine bestmögliche Lösung in der Situation zu finden. Die Agentur für Arbeit hat auch durch die Regelung mit Akkreditierungs- und Zulassungsvoraussetzungen viel getan in den letzten Jahren, um das Niveau hier wirklich sehr, sehr hoch zu heben. Zumindest ist es deutlich besser, als es früher mal der Fall war, und alles andere regelt dann eben ein Stück weit auch das Recherchieren, das Auswählen, das Pitchen gegeneinander, um dann sich wirklich ein volles Bild auch zu machen an der Stelle. Was man auch, glaube ich, nie vergessen darf, das nochmal als Mini-Schleife an der Stelle, dass das wirklich der Thema Personalabbau, beispielsweise durch eine Transfergesellschaft, wirklich der letzte Punkt ist, die letzte Möglichkeit, nachdem Kurzarbeit, nachdem Personalpartnerschaft, nachdem Redeployment, also eine Wiederbeschäftigung in anderen Funktionen ausgeschöpft sind. Und ich habe tagtäglich mit Geschäftsführern, Betriebsräten, Mitarbeitern zu tun, die von so einer Situation betroffen sind. Ich kann Ihnen sagen, keiner, das können auch meine Mitredner hier bestätigen, tut sich leicht mit dem Thema, auch wenn das vielleicht hier und da mal in Medien so dargestellt wird. Aber das ist emotional, organisatorisch und auch intellektuell wirklich höchst anspruchsvoll, was dort geleistet werden muss. Aber es ist halt eben eine Situation, die nach all den Maßnahmen, die nicht gefruchtet haben, da sind, um zu sagen, hier stehen wir nun, es ist, wie es ist. Es ist auch sekundär, wie wir da hingekommen sind. Wichtig ist nur, dass wir aus dieser Situation uns befreien. Wir sitzen ein Stück weit in einem Boot. Das ist gefühlt nicht immer der Fall, wenn man die Tarifparteien sich anschaut, Arbeitgeber, Arbeitnehmer, aber sie sollten es so sehen und sagen, wir sitzen da jetzt, wir sind in stürmischer See, wie schaffen wir es in den nächsten Hafen, wie schaffen wir es wieder in ruhige Gewässer, und da bringt es nichts, in Anführungszeichen, sich Vorwürfe zu machen. Also ein Blick nach vorne, die Mitarbeiter kümmern, das ist, glaube ich, ganz wichtig. So, mal ganz kurz zum Thema Transfergesellschaft, weil sie aus meiner Sicht tatsächlich in der jetzigen Phase und auch sonst das geeignete Mittel ist, da sie letztendlich tatsächlich die einzig für mich hundertprozentige wirkliche Form einer sozialverträglichen Lösung sind, also fair und sozial am Ende des Tages. Und bei guter Gestaltung kann daraus tatsächlich noch eine Win-Win-Situation werden, auch wenn man es in der Situation, wo viel Dramatik, viel Unruhe herrscht, nicht für möglich hält, sprich, kurz für Mitarbeiter. Geld gibt es bis zu 90%. Wir haben gerade gehört, auch Förderungen werden von der Agentur, was Dr. Schwilden sagte, eben auch nochmal mehr gefördert. Es gibt eine Beratung in Festanstellung, Selbstständigkeit. Es wird qualifiziert. Es kann probebearbeitet werden. Es kann sich ausprobiert werden, vielleicht auch in der Rolle, die ich früher mal hatte. Ich gewinne Zeit, ganz wichtig. Ich habe eine Kündigungsfrist von 4 Monaten, ich steige dann vielleicht auf 8 oder sogar 12 Monate. Und rentennahe Jahrgänge haben die Möglichkeit, mit einer Art Rentenbrücke
Natürlich ist das Ziel, eine neue Stelle zu finden, aber wenn das nicht passieren sollte, wenn ich bei allen Versuchen, die in der TG das nicht finde, habe ich die Möglichkeit, über diese, ich nenne es jetzt mal Brücke mit einer erhöhten Abfindung, die auch eben Verluste in der Arbeitslosigkeit kompensieren, damit dann auch irgendwann in den Ruhestand zu gehen. Also auch das sind alles Möglichkeiten, die ich als Unternehmen berücksichtigen sollte. Viele Vorteile für Mitarbeiter, aber auch eben für Unternehmen, da geräuschlos, das schonend fürs Image, man sieht sich immer zweimal, das sind so Themen, die man durchaus anführen kann. Und es kann am Ende des Tages bei all diesen Vorteilen tatsächlich, je nach Kündigungsfrist der Mitarbeiter, durchaus auch kostenneutral sein oder zumindest deutlich weniger kostspielig, als man vielleicht im Vorhinein denkt. Ja, vielen Dank. Es war jetzt schon mehrfach die Rede vom Sozialpartner, mit dem gesprochen werden muss, also Betriebsrat, Gewerkschaften etc. etc. Herr Horst Ehmke, hat sich durch den Corona-Schock das Klima verändert, in dem solche Gespräche stattfinden? Gibt es jetzt eine veränderte Situation? Herrscht dort mehr Verständnis für die Liquiditätssituation, in der sich die Unternehmen aktuell befinden? Ja, jetzt hoffe ich, dass mir nicht die pendelnden Zuhörer massiv widersprechen, aber ich glaube, das Klima hat sich schon verändert. Wenn man allein schaut, in welcher Geschwindigkeit wir Betriebsvereinbarungen zum Thema Kurzarbeit abgeschlossen haben, wäre früher undenkbar gewesen. Auch da hat man für Wochen, Monate lang darüber verhandelt. Hier innerhalb von kürzester Zeit sind Betriebsvereinbarungen geschlossen worden, die dann auch gleich umgesetzt werden konnten. Also hier gibt es eine deutlich größere Kooperationsbereitschaft aus meiner Sicht. Es ist auch diese Krise ist auch eine gute große Chance, insbesondere für Unternehmen, die eine nicht so gute Zusammenarbeit mit den Arbeitnehmervertretern haben. Es gibt in ganz, ganz vielen Unternehmen Covid-19-Komitees oder Corona-Komitees, Corona-Taskforces und so weiter. Das ist eine gute Gelegenheit, die Betriebsseite direkt einzubinden oder mit in die Verantwortung zu nehmen. Also die Unternehmen sollten die Chance auf jeden Fall nutzen, die Situation zu nutzen, um die Betriebsseite in die Verantwortung zu nehmen. Und ich glaube auch sicherlich ist die Kooperationsbereitschaft deutlich größer. Wir haben schon mehrfach darüber gesprochen, dass, wenn man auf die Liquiditätssituation der Unternehmen schaut, Abfindungen sind sicherlich nicht das richtige Mittel der Wahl. Der Herr Herrmann hat gerade zur Transfergesellschaft was gesagt. Ich glaube, Transfergesellschaft werden wieder sehr, sehr stark im Kommen sein und werden sehr stark nachgefragt werden. Auch Qualifizierung wird nachgefragt werden. Und Transfer und Qualifizierung bringt den Mitarbeitern Zeit, neue Jobs zu finden und sich zu qualifizieren. Gleichzeitig sorgen sie aber auch dafür, dass der Mittelabfluss zeitlich gestreckt wird, was natürlich für die Unternehmen wiederum gut ist. Wie der Herrmann sagte, kann das durchaus auch kostenneutral vonstatten gehen. Verständnis ist auf allen Ebenen vorhanden. Und die Mitarbeiter und die Arbeitnehmervertreter verstehen schon, warum bestimmte Unternehmen jetzt in einen Personalabbau gehen müssen. Was aber, glaube ich, ganz wichtig ist, ist, dass die Unternehmensleitungen sich anständig verhalten und das auch in einer vernünftigen Art und Weise machen. Und es haben ja sich jetzt gerade in dieser Krise einige Unternehmen, was das Thema Anständigkeit angeht, ziemlich disqualifiziert und andere haben sich außerordentlich anständig verhalten. Und ich glaube, sowohl die Öffentlichkeit als auch die Belegschaft wird darauf schauen, dass das auch weiterhin der Fall ist. Also insofern glaube ich, ja, die Zusammenarbeit hat sich verändert, aber die Situation bietet auch große Chancen, hier eine deutliche Verbesserung zu erzielen. Ich möchte hier noch mal eine Frage aus dem Chat einstreuen. Ich denke, die geht vor allem wieder an den Juristen, Herr Schwilden. Ja. Wenn ich einen Teil der Mitarbeiter aus der Kurzarbeit heraus freisetze, kann ich dann dennoch einen anderen Teil der Mitarbeiterschaft in der Kurzarbeit belassen oder muss dann die gesamte Legal Entity, also die gesamte legale Einheit, die GmbH, aus der Kurzarbeit herausgeholt werden? Nein, das hatte ich ja schon eben mal kurz gesagt, dass man nicht im gesamten Unternehmen Kurzarbeit einführen muss oder Kurzarbeit wieder auflösen muss. Wenn Sie sozusagen den Bestand der Mitarbeiter in Kurzarbeit verändern wollen, dann müssen Sie das halt gegenüber der Agentur für Arbeit dann entsprechend anzeigen. Also praktisch immer im Grunde genommen das aktuelle Bild der Kurzarbeit dort der Agentur für Arbeit mitteilen. Also das können Sie jederzeit machen. Sie müssen es eben nur anmelden entsprechend, damit die Agentur für Arbeit Bescheid weiß, wo und wie, in welchem Umfang Kurzarbeit gearbeitet wird. Gilt im Übrigen nicht nur für das komplette Abschaffen der Kurzarbeit, sondern auch für die Veränderung des Umfangs der Kurzarbeit. Ob ich in Kurzarbeit null fahre, also gar nichts mehr arbeite, oder aber sage, es zieht so weit an, dass ich zum Beispiel auf 50% gehen kann. All das ist möglich. Man muss es eben nur anzeigen.
Vielen Dank. Was ist es aber, wenn es jetzt ganz hart auf hart kommt? Gehen wir mal einen Schritt weiter, Herr Schwilden. Inwieweit ist die Insolvenz in Eigenverwaltung, heißt es, glaube ich, eine Lösung? Ja, aus dem hat es eben schon angesprochen. Also das größte Problem, was viele Unternehmen, insbesondere in bestimmten Branchen gerade haben, ist ein Liquiditätsproblem. Die Liquidität ist unfassbar knapp. Es gibt Branchen, da sind von heute auf morgen die Umsätze einfach schlichtweg auf null runtergebrochen. Und das Thema Kurzarbeit hat so ein bisschen Luft verschafft, aber letzten Endes das Problem hört nicht auf. Und da gibt es eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, man sagt, okay, ich gehe jetzt mal zur Bank und nehme mal wieder viel Geld auf und verschulde mein Unternehmen auf viele Jahre hinweg. Das ist die eine Option. Oder aber die Option zwei ist, ich versuche sozusagen mein Unternehmen zu retten, wieder sauber aufzustellen und das unter Umständen mit Hilfe eines erfahrenen Sanierers. Und das Thema Eigenverwaltung mit Schutzschirmen ist begeistert ja durch die Presse. Es gibt auch ganz berühmte oder bekannte Beispiele von Unternehmen, die das in Anspruch genommen haben. Kürzlich werden immer mehr. Also zum Beispiel Galeria Kaufhof war einer der ersten oder eben auch Hallhuber Modekette, wo das Thema Eigenverwaltung im Schutzschirm eine Rolle spielte. Um mal ganz kurz zu erklären, wo der Unterschied liegt. Klassische Insolvenzverwaltung, also wenn ich Insolvenz anmelde, wird ein Insolvenzverwalter bestellt, der im Grunde genommen eins macht, der guckt, wie kriege ich das Unternehmen verkauft. So. Und auf der anderen Seite sozusagen ist das Eigenverwaltungsverfahren mit Schutzschirm, wo der Erhalt des Unternehmens, also auch die Beibehaltung des Gesellschafters, der im Unternehmen engagiert ist, auch der Geschäftsführung relevant ist, das Unternehmen auf der Passivseite neu aufgestellt wird und dann innerhalb eines Zeitraums von, sagen wir mal, 6 bis 7 Monaten wieder sozusagen saniert dort wieder weiter fortbestehen kann. Was sind die Vorteile, die ich gerade schon auch teilweise nannte, von so einem Eigenverwaltungsverfahren? Erstens, die Kommunikation ist eine ganz andere als bei einer Insolvenz. Man behält das Heft in der Hand. Ja, die Geschäftsführung bleibt im Amt und kriegt einen erfahrenen Sanierer zur Seite gestellt. Und man kann die Prozesse natürlich auch im Unternehmen viel besser steuern. Man kriegt Gelder, Insolvenzausfallgeld von der Agentur für Arbeit, das heißt, die Gehälter werden bezahlt. Und kann auch in einem solchen Verfahren auch Personal abbauen, das alles unter dem Insolvenzmantel, das heißt gedeckelte Sozialpläne, maximale Kündigungsfristen von 3 Monaten. Also es hat eine ganze Menge Vorteile sozusagen unter einem Schutzschirm. Deshalb heißt es auch so, das Unternehmen in relativ überschaubarer Zeit zu sanieren bei positiver Fortführungsprognose. Jetzt ist das natürlich alles harter Tobak. Menschen müssen damit am Ende des Tages klarkommen und umgehen. Herr Herrmann, wie gehe ich denn mit der menschlichen Seite an der Stelle um? Ja, vielen Dank für die Frage. In der Tat, das ist eine sehr große Herausforderung und was soll ich sagen, also ich würde mir immer zunächst mal ein Stück weit klar machen, wer zählt eigentlich alles zu den Betroffenen? Und man denkt immer sofort an die Mitarbeiter, natürlich sind die auch am meisten betroffen. Aber ich glaube, es macht Sinn, sich insgesamt das ganze Setting nochmal anzuschauen, um dann entsprechend gut reagieren zu können. Mitarbeiter sind betroffen und das sind die, die tatsächlich nachher am Ende gehen und die aber auch natürlich bleiben. Zunächst einmal sind alle betroffen, weil sie nicht wissen, was passiert, wie geht es im Unternehmen weiter. Aber auch die, die nachher bleiben, die haben Verluste zu beklagen, die haben andere Kollegen jetzt an Bord, wissen nicht, sind vielleicht neu zusammengestellt in Teams, wissen nicht, wie es weitergeht. Also sich das zumindest erstmal vor Augen zu führen, ist das eine. Dann natürlich das ganze Thema Personal, Führungskräfte, die tatsächlich auch häufig mit der Situation überfordert sind. Auch natürlich das Umfeld des Unternehmens, gibt teilweise sehr, sehr enge Beziehungen, klar zu Lieferanten, auch teilweise in die Politik, in die Familien hinein. Es gibt Geschäftsführer und gerade Inhaber, denen das Herz blutet, wenn sie in so eine Situation kommen und tatsächlich dann vielleicht seit Generationen im Ort unterwegs sind. Und man sieht hier, es hängt alles ein Stück weit miteinander zusammen. Alle Stakeholder, wie vorhin schon gesagt, tun sich extrem schwer mit der Gesamtsituation. Umso wichtiger ist es eben, eine sozialverträgliche, faire und auch gesichtswahrende Lösung am Ende des Tages zu finden. Die dann eben auch die einzelnen Stakeholder ein Stück weit abholt. Also sprich, die Mitarbeiter wirklich so zu behandeln und auch ehrlich mit ihnen umzugehen. Transparenz ist ein ganz wichtiges Thema. Wir wissen auch alle, und gerade wenn Situationen auch länger dauern und das nicht nach wenigen Wochen bereits fertig verhandelt ist, wir haben Fälle, wo die Mitarbeiter ein halbes, dreiviertel, ein Jahr mit der Situation leben müssen. Und je länger ich dort in Ungewissheit bin, desto schlimmer ist das. Das wissen wir alle aus dem Berufs-, aber auch aus dem Privatleben.
Und deswegen da für Transparenz zu sorgen, zu kommunizieren, aber auch sie in irgendeiner Art und Weise, vielleicht mit Beratungsleistungen, mit Trainings, die schon zwischendurch stattfinden, ein Stück weit auch bei Laune zu halten. Da geht es auch letztendlich ums Thema Retention. Zweites Thema natürlich dann auch, wenn wir auf die Betriebsratsseite schauen. Natürlich ist es auch das Verhältnis sehr, sehr angespannt in so einer Situation. Es ist eine Belastungsprobe für gute Verhältnisse mit der Arbeitnehmervertretung, aber eben auch eine Chance, wenn die Verhältnisse nicht so gut sind, eben mit diesem Bild, wir sitzen in einem Boot und müssen schauen, wie wir jetzt in die Zukunft uns bringen, dort dann auch die Verhältnisse zu sichern. Befähigen, glaube ich, ein Stück weit auch von den Führungskräften ist ein ganz wichtiges Thema, weil das ist einfach gehört nicht zum Tagesgeschäft und sie da auch gut aufzustellen, ist eine ganz wichtige Thematik. Rat noch an der Stelle abschließend dazu, es ist wirklich, wenn jeder das schon mal durchgemacht hat, so eine Reorganisation, es ist ein komplexes Thema, ich würde immer früh anfangen, wirklich schauen, dass ich mich beratungsseitig, interimistisch, wie auch immer, mit wirklichen Profis umgebe und auch wirklich für sei es finanzielle, aber auch zeitliche und auch Manpower-Ressourcen an der Stelle zu sorgen. Ja, vielen Dank für die Antwort. Jetzt ist ja Kommunikation, wir haben jetzt so die zwischenmenschliche Seite ein bisschen abgedeckt. Herr Horst Ehmke hat es ja angesprochen, geht ja an der Stelle weit über das hinaus, was das Zwischenmenschliche betrifft. Das Thema Unternehmensreputation steht auf dem Spiel. Herr Horst Ehmke hat es angesprochen. Jetzt erlebe ich aus meiner Erfahrung häufig, dass sich Unternehmen dann in so einer Situation mit der Kommunikation, entweder A zu den nicht betroffenen Mitarbeitern oder auch in die gegenüber der Öffentlichkeit sehr, sehr schwer tun und versuchen da eher sparsam mit umzugehen. Was ist denn, Herr Horst Ehmke, Ihre Empfehlung an der Stelle? Ja, das ist fast eine rhetorische Frage, Herr Zuber. Die Antwort liegt auf der Hand. Nicht kommunizieren geht gar nicht, würde ich sagen an der Stelle. Und das gilt ganz besonders für Krisensituationen, in der wir jetzt sind, oder das gilt auch für Restrukturierungssituationen. Mein Motto war ja das Thema Verantwortung der Unternehmensleitung in dieser Krisensituation. Ganz, ganz wichtig ist im Augenblick der sogenannte Tone from the top, also was sagt die Geschäftsführung. Und das Feld, in dem die Unternehmensleitungen ja agieren müssen, ist ja ein ziemlich vielfältiges. Man hat auf der einen Seite die Mitarbeiter, die hochgradig verunsichert sind, die nicht wissen, wie es mit ihnen weitergeht, die Angst um ihre Arbeitsplätze haben. Wir haben die Kapitalmärkte, da geht es nicht nur um Aktienkurse oder sowas, sondern es geht ganz klar um Kreditlinien beispielsweise. Jedes kleine Unternehmen weiß, wovon ich rede, die gerade versuchen, mit den Banken über Kredite zu verhandeln, was besonders schwierig ist in der aktuellen Situation, was ganz anders ist, als die Regierung uns eigentlich klar machen will. Dann hat man die Zulieferer, die mit Forderungen kommen, Vorkasse und so weiter, also mit denen muss man zurechtkommen und mit seinen eigenen Kunden auch noch, die hochgradig verunsichert sind. Also hier geht es ganz klar darum, zu allen Stakeholdern zu kommunizieren, so viel und so gut es eben geht. Ziele zu definieren, Meilensteine zu nennen, Zielerreichungen zu kommunizieren, operative Fortschritte, die man erzielt, zu kommunizieren und mit Blick auf die Belegschaft, glaube ich, dass man gar nicht genug kommunizieren kann und ein ständiger Dialog überlebenswichtig ist, hätte ich beinahe gesagt. Also wie gesagt, nochmal, nicht kommunizieren geht überhaupt nicht. Ja. Das ist natürlich eine Antwort, die mich als Kommunikator freut. Ich habe hier noch eine Anfrage aus dem Chat, die ich gerne an Herrn Binnewies weiterleiten möchte. Optimistisch in die Zukunft geblickt, was sind die Top 3 Themen beim Wiederanlauf, insbesondere im klassischen Büroumfeld? Oh, schwierige Frage. Ob es da Top 3 gibt? Also natürlich Gesundheit ist das Erste. Die Gesundheit der Mitarbeiter steht natürlich im Fokus. Das heißt, man kann jetzt keinen gefährden, nicht nur, weil es jetzt rechtliche Bestimmungen gibt, sondern weil man natürlich auch das Mitarbeiterkapital hat. Das heißt, ohne die Mitarbeiter geht es nicht, aber man will sich ja auch als Arbeitgeber positionieren. Und das ist erstmal die Basis, Hygienefaktor. Ja. Das Zweite ist natürlich das Organisatorische, denke ich auch, dass man natürlich auch überlegen muss, es geht nicht einfach beiläufig. Man braucht schon eine gewisse Stelle, also sowas wie so ein, manche nennen das einen War Room, manche nennen das einen Corona-Beauftragten, wie auch immer. Wenn wir hochfahren, wie soll das denn funktionieren?
Und da muss sich jemand wirklich 100% seiner Zeit für widmen und das planen. Das kann man nicht nebenbei machen. Also es braucht Abstandsregeln, es braucht gewisse, vielleicht auch in den Stores. Wir haben einen großen Telco-Betreiber zum Beispiel beraten, gerade bei der Wiedereröffnung von Stores. Und da ging es dann um ganz banale Dinge eigentlich, aber die man natürlich planen muss, wo man sagt, wie viel Abstand muss sein? Dürfen die Leute die Handys berühren, ja, zum Testen, welches Handy man kauft vorher? Müssen wir Plexiglasscheiben haben? Wie müssen die Mitarbeiter ausgerüstet sein? Also da geht es eben, also wie gesagt, A, Gesundheit, B, Organisation und C muss man natürlich auch schauen, wie man die Kunden auch wieder mit einfängt. Denke, das ist auch ein wichtiger Punkt. Wie kann ich aus dem Office heraus dann in der neuen Welt auch wieder die Kunden ansprechen? Ist das genauso, wie ich es vorher gemacht habe, oder gibt es da auch bestimmte Dinge, die ich beachten muss? So. Und dann kann man sich ja überlegen, muss ich also alles per Videokonferenz machen oder kann ich mich auch wirklich wieder im Office treffen? Was sagen Kunden dazu? Wie wirkt das auch? Und das muss ich mir vorher einfach Gedanken machen. Da ist Vorbereitung wirklich alles. Vielleicht waren das jetzt 3 Punkte, ich weiß nicht, ich habe nicht mitgezählt. Ja. Es waren jedenfalls gute Punkte. Aber bleiben wir doch bei Ihnen, Herr Binnewies. Ungeachtet, für welche Maßnahme, die wir gerade besprochen haben, ich mich letztendlich als Unternehmen entscheide. Sie haben es eingangs mal kurz angesprochen. Wichtig ist doch immer, dass ich ein klares Bild darüber habe, welche Mitarbeiter ich morgen noch brauche, welche ich qualifizieren kann, welche ich abgeben muss und für welche es überhaupt einen Markt gibt. Das ist vielleicht auch vor allem für Unternehmen mit einem größeren Altersdurchschnitt eine relevante Frage. Wie identifiziere ich eigentlich die entsprechenden Bedarfe und wie gelingt eine zielführende Anpassung? Ja, zuallererst ist für einen zielführenden Prozess natürlich der Gedanke, was ist die Strategie der Zukunft? Also ich habe es vorhin schon mal gesagt, man darf nicht zurückschauen. Es startet alles mit der Zukunft. Das heißt, man muss sich überlegen, wo geht die Branche hin? Wo bewegen sich die Wettbewerber auch mittel- und langfristig? Wo will ich selber als Unternehmen stehen? Wie verändern sich auch die Kunden in ihrem Nutzerverhalten? Also, wenn ich das weiß, dann kann ich die Kompetenzen ableiten, die ich zukünftig zur Erreichung meiner Ziele brauche. Und für diese Prognose haben wir natürlich heute auch smarte Lösungen verfügbar, die große Datenmengen, also Milliarden von Datenpunkten auswerten können, aufnehmen und auswerten können. Da spielt künstliche Intelligenz eine Rolle. Das kann man nutzen auf Unternehmensebene, aber auch auf ganzer Volkswirtschaftsebene, dass man sagt, welche benötigten Kompetenzen sind denn wichtig für uns. Im zweiten Schritt muss man dann aber auch sagen, welche Kompetenzen habe ich denn heute schon? Ist das alles neu oder ist ein Teil wirklich da, wo ich sage, den brauche ich als Stamm, so wie der Horst Hemke das vorhin gesagt hat. Es gibt einen gewissen Stamm, den muss ich halten, aber es gibt gewisse Dinge, die muss ich dazu noch entwickeln. So, und ich muss ja also die Lücke finden, diese Lücke, die existiert zwischen dem zukünftigen Kompetenzbedarf und der heutigen Kompetenzbasis. Wenn ich die identifizieren will, kann ich auch da wieder smarte also digitale Lösungen einsetzen. Das heißt, heute können Daten aus mehreren Quellen eingelesen werden, nicht nur bloße Personallisten, wie das früher so war, sondern da geht man auf CVs, da geht man auf Social Media, da kann alles Mögliche ausgelesen werden, Trainingsbewertungen etc. Ist auch immer natürlich ein Thema mit dem Betriebsrat. So, und daneben habe ich die klassischen Instrumente wie Interviews mit dem Management, mit leitenden Führungskräften etc., mit Mitarbeitern. Benchmarks, Aktivitätenanalysen und all dieses zusammen hilft, um den zukünftigen Personalbedarf zu ermitteln. So auf Basis dieser Informationen kann ich natürlich anschließend dann sagen, welche Mitarbeiter auf redundanten Jobpositionen sitzen und für neue benötigte Kompetenzen und offene Jobpositionen qualifiziert werden können, sofern natürlich eine Grundeignung besteht, sich da auch oder eine Offenheit besteht, sich da auch qualifizieren zu lassen. Und dann gibt es Mitarbeiter, die ohne Perspektive tatsächlich sind, zumindest in dem Unternehmen, wo sie sich gerade befinden. Und für die kann man aber auch durch die Qualifizierung dann externe, anderweitige Einsatzmöglichkeiten vielleicht in Erwägung ziehen. Ich denke, auch da nochmal möchte ich das unterstreichen, was schon gesagt wurde. Generell ist wichtig, dass man hier engmaschig kommuniziert, dass man konsistent kommuniziert, dass alle das Gleiche sagen und dass man vor allen Dingen natürlich die Key Player adressiert und informiert, die man als Unternehmen binden will und nicht die rausgehen. Die sind auch wichtig, aber die werden meist sowieso in den Fokus gestellt. Mir wäre wichtig, dass wir die Key Player hier wirklich in den Vordergrund stellen. Jetzt haben wir, Sie haben es angesprochen, Herr Bidewies, so die Vermittlung auch nach außen etc. pp. Diskutiert. Inwieweit kann denn da eine Outplacement-Beratung unterstützen, Herr Herrmann? Ja, vielen Dank für die Frage. Tatsächlich, also das ist natürlich Outplacement-Beratung, vielleicht nochmal als Begriff.
wird auch oft missverstanden, raus aus der alten Position, rein in die neue. Das ist im Grunde das Thema. Es gibt jetzt auch Persona Markt und Player, die das New Placement nennen. Letztendlich ist das Gleiche, raus aus der alten, rein in die neue Position. Und auch unabhängig davon, ob ich jetzt eine geförderte Maßnahme im Sinne einer Transfergesellschaft, wie vorhin besprochen, oder Transferagentur, vielleicht auch ein Thema, das ist auch noch weniger bekannt wie die Transfergesellschaft, einfach Förderung, geförderte Beratung von Mitarbeitern, die noch auf der Payroll sind. Sprich, ich habe jetzt, was haben wir, Mai und möchte im Januar einen Standort schließen und macht ab dann eine Transfergesellschaft, kann ich machen, aber sinnvoller ist es teilweise jetzt schon oder dann, wenn die Verhandlungen abgeschlossen sind, mit der Transferagentur zu starten. Idealerweise sind dann alle Mitarbeiter schon unter. Oder eben dann eben nur die, die eine längere Beratung haben oder das als im Worst Case Rentenbrücke nutzen möchten oder eben dann auch nicht vermittelt sind. Das als Einschub. Ansonsten wird natürlich Outplacement-Beratung häufig als nicht geförderte Maßnahme verstanden im Sinne von Einzelfällen. Und da ist es letztendlich so, denke ich auf jeden Fall, und nicht, weil ich Branchenvertreter bin, sondern einfach aus Sicht des Mitarbeiters und des Unternehmens eine sehr, sehr wichtige, sowohl emotional, aber auch fachlich wichtige Unterstützung, weil, muss ich überlegen, und gesagt, wir sind am Scheideweg, es ist die, alle anderen Maßnahmen sind ausgeschöpft. Und jetzt geht es darum, der Mitarbeiter steht ein Stück weit, auch wenn das Bild dramatisch ist, aber ich nenne es jetzt einfach mal ein Stück weit an der Klippe. Er weiß nicht, was als nächstes kommt. Der nächste Schritt in die Tiefe ist das eine, relativ unsanft. Oder spanne ich als Unternehmen einen Dreiklang aus Zeit, aus Beratung und aus natürlich einer finanziellen Komponente, gerade wenn der Mitarbeiter lange an Bord war, sprich eine Abfindung, die eben ermöglicht, möglichst schnell und eben möglichst die passende neue Aufgabe zu finden. Weil genau so ist Out oder New Placement letztendlich definiert, eine Beratung, um in dieser Kombination schnell die passende Aufgabe, ob das örtlich gemeint ist, passend, finanziell gemeint ist, Branche, Branchenwechsel, Funktionswechsel, eine Beförderung, vielleicht auch ins Ausland zu gehen, ohne Selbstständigkeit, Gründung, Franchising. Es ist so vieles möglich, auch in Zeiten wie diesen, die jetzt ein bisschen düsterer sind, sein Element neu zu finden. Und dafür kann die Beratung auf jeden Fall hilfreich sein. Kurz nochmal abschließend zu den auch Vorteilen natürlich unternehmensseitig. Ich glaube, jedes Unternehmen ist auch angehalten oder würde ich immer ermuntern, immer durchweg werteorientiert zu agieren gegenüber den Mitarbeitern. Es wird sich sehr viel Mühe gegeben bei der Rekrutierung, bei der Entwicklung, bei der Beförderung, aber häufig endet das aus meiner Erfahrung, wenn es dann nach außen geht, also sprich Trennungskultur zu etablieren, eine wertorientierte, faire Trennungskultur, weil die letztendlich Teil der Unternehmenskultur ist. Und wer mit diesen Werten, die an der Wand hängen, die auf der Webseite stehen, darauf stolz ist, sollte das auch in diesen Fällen so handhaben. Darüber hinaus kann natürlich auch die Beratung, dieser Dreiklang, der aus meiner Sicht eben ein buntes Netz bietet, um denjenigen aufzufangen, um eben nicht von der Klippe ins Nichts zu springen, einfach einen guten Mix, dass es eben gut für ihn weitergeht. Und es ist geräuschlos, es ist imagefördernd oder zumindest nicht image-schädigend, weil wir wissen auch, Thema Fachkräftemangel war ein wichtiges Thema, wird auch irgendwann wieder kommen. Und die Belegschaft oder die potenzielle Belegschaft auch an Bewerbern draußen gucken sehr, sehr genau, wie hat sich das Unternehmen in diesen Zeiten verhalten. Ein allerletzter Rat noch an der Stelle, weil es auch mal wieder vorkommt, bei all diesen Vorteilen, die diese Beratung bietet, kommt eben manchmal der Punkt auch auf, bei von Mitarbeitern, Mensch, ist ja alles ganz nett, aber gib mir doch das Geld, ja, sogenannte Cash-Option für die Beratung. In dem Moment, wo Sie dieser Frage gleich nachgeben, verspielt im Grunde das Unternehmen letztendlich die Vorteile, aber auch der Mitarbeiter, der sie so nie kennengelernt hat. Die Kosten bleiben aber an der Stelle. Von daher, alle Anbieter am Markt sind offen, eben auch kostenlose, vertrauliche Erstgespräche zu führen. Und da würde ich eben auch ermuntern, diese zunächst einmal abzuwarten und nicht gleich mit den Geldscheinen zu wedeln, weil das verführt aus der Erfahrung zu unerwünschtem Verhalten am Ende des Tages. Ja, ich blicke hier nur gerade auf den Chat. Hier sind zwei neue Fragen reingekommen. Ich denke, wir arbeiten das jetzt einfach mal ab. Abgesehen von einer möglichen zweiten Infektionswelle stehen die Unternehmen verunsicherten Konsumenten gegenüber, die Investitionen verschieben.
Wie sind Ihre Erfahrungen in den ersten Tagen bei den Unternehmen? VW meldet Produktion wieder runterzufahren, da der Auftragseingang fehlt. Ich denke, die Frage ist am besten beim Unternehmensberater, bei Herrn Binnewies, aufgehoben. Ja, klar. Danke für die Frage. Das ist natürlich das Kernproblem gerade, dass keiner weiß, wohin die Krise eigentlich führt und wie lange sie dauert und was noch auf uns zukommt. Und deswegen ist ja diese große Unsicherheit einfach gegeben. Das heißt, wir als Unternehmensberater können ja nur zusammen mit dem Kunden versuchen, ein Stück weit Planbarkeit reinzubringen und dem zu sagen, was sind die möglichen Szenarien. Ich meine, man liest jeden Tag 3 neue Berichte mit V, C, L-Kurven, was auch immer. Man muss dem Kunden irgendwo eine gewisse Sicherheit geben können, sagen, guck mal, in dem Korridor wird es sich bewegen. Und wenn man versucht, den Korridor einzugrenzen und so schmal wie möglich zu machen, dann hat man auch eine gewisse Planbarkeit drin. Man hat natürlich immer eine gewisse Bandbreite, wenn man sagen kann, es kann jetzt Best Case und Worst Case geben und es gibt einen Realistic Case. Aber versuchen, diese Bandbreite so klein wie möglich zu machen und dann eine gewisse Planbarkeit herzustellen, das ist das A und O. Das heißt natürlich in Liquiditätsdingen, das heißt genauso wie in Ertragsdingen. Und da fehlt momentan einfach die Transparenz, weil viele da auch die Systeme haben schleifen lassen in den Jahren, wo es uns gut ging, gesagt haben, wir brauchen da nicht täglich eine Übersicht über unsere Liquidität zum Beispiel. Und das fehlt jetzt, dass man nicht genau weiß, wie lange können wir denn noch so weitermachen? Wann muss ich denn agieren? Und da können wir natürlich helfen, um das besser einzuschätzen. Kommen wir zur zweiten Frage, die hier noch im Chat steht. Und ich glaube, Herr Binnewies, wir bleiben da am besten bei Ihnen. Die Frage kommt aus dem Automotive-Sektor offensichtlich. Hier wird darauf hingewiesen, dass die Zulassungen 2020 um mindestens 20% zurückgehen. Schwarz-Weiß bedeutet dies 20% Verlust. Auch große Marktteilnehmer werden out of cash laufen. Da hilft auch keine Eigenverwaltung oder Regelinsolvenz, denn der Cash fehlt ja weiterhin. Investoren gibt es kaum in dieser Situation. Wer finanziert solche Unternehmen, damit die Lieferketten nicht vollständig zusammenbrechen? Ich glaube, die Frage ist natürlich gut und berechtigt, aber ich glaube, ich bin da eher bei dem, was der Herr Horst Hemke eingangs gesagt hat. Es wird natürlich auch Bereiche geben, die nicht mehr zu retten sind. Also es wird auch Themen geben, wo man sagt, man kann nicht aus einem Automobilzulieferer plötzlich jetzt ein Unternehmen machen, was Masken herstellt oder so. Ja? Wenn die Nachfrage nicht mehr da ist und zwar langfristig nicht mehr da ist, dann wird ein Unternehmen nicht zu retten sein. Aber die Frage ist ja genau, wie lange dauert das? Ja, wir sehen jetzt diese fehlende Nachfrage. Und das, was keiner weiß, ist, wie lange wird das gehen? Wird es dann wieder hochfahren? Ja, Volkswagen hat es versucht, hat jetzt gesehen, oh, die Nachfrage ist noch nicht da, die Produktion fahren wir wieder runter. Also die Frage ist, wann ist der Zeitpunkt da, dass die Nachfrage wieder hochgeht? Und natürlich gibt es hier Zwischenfinanzierung, es gibt auch alternative Finanzierung. Ich meine, viele staatliche Förderungen wurden ja lang und breit diskutiert, jetzt in der Anfangsphase der Corona-Krise, die KfW, die Kurzarbeit etc., viele Bürgschaften wurden diskutiert. Aber es gibt auch alternative Finanzierungen. Wir haben da zum Beispiel jetzt eine Sparte neben unserer Management-Consulting-Abteilung ja auch die Corporate Finance, die dann eben auch mal alternative Investoren sucht. Kann für den einen oder anderen ganz interessant sein. Ja. Und es kann natürlich auch für diese Investoren interessant sein, mal zu sagen, oh, wenn auch mal börsennotierte Unternehmen einen Marktpreis haben, der nicht unbedingt den Höchstwert darstellt in den letzten 10 Jahren, sondern am Boden liegt, dass man sagt, wir gehen da opportunistisch rein und beteiligen uns dort. Also auch solche Szenarien gibt es natürlich. Inwieweit hat eigentlich diese Corona-Krise, der Corona-Schock eigentlich nur Schwächen aufgedeckt, die bislang sozusagen in den Boomjahren subkutan geblieben sind? Ja, also ich denke schon, dass man jetzt merkt, dass man Versäumnisse im Bereich gehabt hat, vor allen Dingen der Finanz- und Liquiditätsplanung und damit jetzt zu kämpfen hat. Also in den Boomjahren wurde da gerade brutal gespart. Das läuft alles. Und normalerweise sollten ja auch vorausschauende, solide Wirtschaften und Unternehmen mit einer gewissen Größe in der Lage sein, mal ein paar Monate Umsatzeinbruch verkraften oder abfedern zu können. Allerdings ist das Problem, dass viele Unternehmen jetzt momentan nicht wissen und nicht jederzeit wissen, wo sie eigentlich stehen mit ihrer Liquidität. Wie ist es da im Detail bestellt? Also wir haben Unternehmen gesehen, die gesagt haben, ja, wir haben eine Liquiditätsplanung erst im Januar erstellt. Passt schon. Das passt nicht. Das passt nicht zur Zeit jetzt gerade. Das heißt, man muss jetzt versuchen wirklich, und gerade die Unternehmen, die eigentlich ein gesundes, funktionierendes Geschäftsmodell haben, wo es sich wirklich lohnt, auch zu investieren, zu sagen, wir müssen jetzt schauen, wie sieht es um die Liquidität, wie ist es da bestellt? Und
Auch die aufgeschobene Digitalisierung ist auch ein Versäumnis natürlich, was zuletzt immer diskutiert wurde, aber doch nicht durchgeführt wurde. Das sind interne und externe Abläufe, die jetzt digitalisiert werden müssen. Und diese Umstellung, die erfolgt natürlich nicht reibungslos. Das heißt, wir haben jetzt ein paar Wochen gesehen noch, und es hält auch noch an, wo produktives Arbeiten nicht möglich ist, sondern erst dann eben nach einer gewissen Zeit wieder rund läuft. Ich möchte noch auf eine dritte Sache hier eingehen, und das ist, dass wir in den vergangenen Jahren immer wieder Unternehmen gesehen haben, für die es einfach war, billig an Geld zu bekommen, neue Kredite aufzunehmen. Also selbst Firmen mit, sagen wir mal, begrenzt nachhaltigen Geschäftsmodellen. Diese Firmen wurden trotz mangelnder Wettbewerbsfähigkeit am Leben gehalten. So, das hat man auch gesehen, weil kontinuierlich die Zahl der Insolvenzen gesunken ist in den letzten Jahren. Es kommt so ein kleiner Exkurs, ich muss mich entschuldigen für die Mathe nicht so gerne mögen, aber mal ein paar Zahlen zum Vergleich. Seit 2009 ist die Zahl der jährlichen Insolvenzen in Deutschland kontinuierlich mit einer negativen Wachstumsrate von -6% dargestellt worden. Das heißt, gesunken. Bis 2019 hatten wir jetzt 19.000 Insolvenzen, damit ca. 35% weniger als 2007, also in Vorkrisenzeiten. Jetzt bereits in diesem Jahr, in 2020, müssen wir wieder mit einer deutlichen Zunahme der Insolvenzen rechnen, natürlich insbesondere zum Herbst, wenn die Insolvenzantragspflicht wieder in Kraft tritt. Zum Vergleich, 2009, zum Höhepunkt der Auswirkungen der Finanzkrise, lag die Zahl der Insolvenzen bei knapp 34.000, also 15.000 höher. Zukünftig werden die Banken auf jeden Fall wieder restriktiver bei der Kreditvergabe vorgehen, auch aufgrund der Regulatorik natürlich, da die aktuelle Krise das Kreditrisiko natürlich stärker in den Fokus rücken wird. Und die Krise, kann man also sagen, ja, führt vielen Unternehmen ihre Versäumnisse der letzten Jahre jetzt schmerzhaft vor Augen. Hat man jetzt in den letzten Jahren noch gesagt, ach, Strategieüberprüfung ist nicht notwendig, läuft doch, dann kann man das jetzt nicht mehr abstreiten. Wir müssen uns jetzt damit beschäftigen, passt das Geschäftsmodell noch? Das heißt, man muss sich jetzt zwangsläufig mit der neuen Realität auseinandersetzen. Und so kann man eben sagen, ja, diese Krise kommt vielleicht gerade noch rechtzeitig, damit man so Dinge wie Digitalisierung, Automatisierung auch in der Produktion wirklich angeht und handelt. Das heißt, vielleicht ist es so ein Wake-up-Call für Deutschland auch, den Anschluss über den Zukunftsthemen nicht zu verschlafen. Könnte sein, dass es ein günstiger Zeitpunkt ist gerade, ja. Ja, das bedeutet ja auch letztendlich die Neuausrichtung eines Geschäftsmodells, ja. Wie bekomme ich das aber in der Zeit enger Liquidität? Also Geschäftsmodell neu ausrichten, was Zeit benötigt, ja. Und zum anderen Liquidität verwalten. Ja, natürlich zunächst sollten sich die Unternehmen darauf konzentrieren, erstmal kurzfristig zu überleben, ihre Überlebensfähigkeit zu sichern. Tod ist tot, dann nützt dann auch keine gute Idee mehr. Das heißt, jetzt muss es erstmal Programme geben zur Liquiditätssicherung, zur Kostensenkung, schnelle realisierbare Erfolge müssen her. Das muss priorisiert werden, das ist klar. Also ohne diese finanzielle Basis und Stabilität nützen auch die besten Pläne nichts. Jetzt muss man nur darauf aufpassen, sagen, die Möglichkeiten zur Liquiditätssicherung oder auch Kostensenkung, die sind ja sehr vielfältig. Und ich glaube, ähnlich wie wir das vorhin schon angesprochen haben, dass es momentan auch eine gemeinsame Suche geben kann, mit der Belegschaft, mit dem Betriebsrat nach Lösungen zu finden und hier auch eine vorübergehende Reduktion beispielsweise von Personalkosten eine sinnvolle Option darstellen kann. Um dann zum Beispiel sowas auch wie einen Abbau zu vermeiden vielleicht, dass man sagt, man kürzt hier und da an Boni, Weihnachtsgeldern etc. Dass hier Gesprächsbereitschaft besteht, sieht man ja zum Beispiel auch am Angebot der Lufthansa-Piloten, die jetzt zu einem signifikanten Gehaltsverzicht bereit sind. Ich glaube, eine weitere Herausforderung ist in dieser Phase natürlich die begrenzt vorhandene Restrukturierungsexpertise. Es ist eh keine Linienfunktion, Restrukturierung, aber gerade in dieser Phase des langen Aufschwungs hat man sich damit wenig beschäftigt. Und wir haben Interimsmanager, auch hier natürlich im Call, die können hier Abhilfe schaffen. Aber ich glaube, dass langfristig die Nachfrage wird das Angebot übersteigen an der Stelle. Also wir haben zu wenig von diesen Restrukturierungsexperten wahrscheinlich für die Welle, die da kommen wird. Das heißt für die Unternehmen natürlich jetzt andersrum, man muss frühzeitig und vorausschauend jetzt die potenziellen Bedarfe identifizieren und sich entsprechende Ressourcen sichern. Parallel dazu, denke ich, sollten sich Unternehmen Gedanken machen über die Veränderungen in den Märkten, in den Nutzerverhalten, in den Geschäftsmodellen. Also auch mal fragen, warum hat uns die Krise so hart getroffen? Wie ist es denn den Wettbewerbern ergangen? Was haben die gemacht? Wie können wir in Zukunft externe Schocks besser bewältigen? Diese Neukonzipierung, die ich da anspreche, die kann natürlich aber auch erst erfolgen, wenn der Krisenmodus beendet ist und wenn man auch finanziell wieder stabil aufgestellt ist. Ja, vielen Dank, Herr Benevies.
hoffen wir, dass wir alle sozusagen mit einem blauen Auge davonkommen und aus dieser Krise gestärkt hervorgehen, wie es immer so schön heißt. Ich blicke hier etwas auf die Uhr. Wir sind jetzt eine Stunde 15 unterwegs, somit eine Viertelstunde über der magischen Stundengrenze drüber. Die Fragen haben wir, glaube ich, aus dem Chat auch schon alle abgearbeitet. Ich würde jetzt dazu übergehen, das Ganze vielleicht mal kurz etwas zusammenzufassen in 5 Punkten. Was sind so die 5 wichtigsten Erkenntnisse vielleicht des heutigen Tages oder der heutigen Diskussion? Erstens, frühzeitig beginnen und weitsichtig denken. Zweitens, über den Tellerrand hinausblicken, in Optionen denken. Drittens, professionelle Hilfe holen, die Handelnden befähigen. Viertens, die Kommunikation ebenso sorgfältig planen wie den Abbau. Und am Ende des Tages, Punkt 5, den Erfolg monitoren und korrigieren, wo nötig, und auch nach der Maßnahme schlussendlich am Ball bleiben. Zum Abschluss möchte ich darauf hinweisen, dass jeder Teilnehmer im Nachgang eine Mail mit dem Videolink zu dieser Diskussion bekommen wird, ebenso wie die Kontaktdaten der Referenten. Falls Sie weitere Fragen haben, die Sie an diese stellen möchten. Ich danke den Referenten sehr für ihre kenntnisreichen Antworten und Bemerkungen. Den Helferinnen und Helfern im Hintergrund, so ein Online-Forum geht auch nicht ohne Technik vonstatten. Und natürlich vor allem für Ihre Aufmerksamkeit, liebe Zuschauer. Ich verabschiede mich an dieser Stelle. Bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Wiedersehen. Danke, ciao. Danke, wieder. Tschüss. Ciao.